So, Leute, da wären wir wieder zu einem neuen Stream. Ich mache mir jetzt endlich jetzt meine Leiste größer unten in OBS. Also hier am Laptop ist das immer ein bisschen verstellt. Da habe ich immer nicht alle Felder gesehen, also alle Ausschläge der Soundquellen. Und ich will aber die Desktop-Quelle und die Mikroquelle immer gleichzeitig sehen können, damit ich das so ein bisschen überwachen kann. Ja, heute streamen wir Minecraft Ocean. Das ist der zweite und letzte Stream tatsächlich. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich hier nicht mehr gemacht habe. Aber ja, ich hätte jetzt von Ocean, von einem 30-Tage-Projekt auch nicht erwartet, dass es irgendwie 100 Folgen hat oder so oder 100 Streams am Ende noch. Also das kann man ja nicht denken. Ich bin bei Snow Village schon verwundert, dass es bei 5 Streams gelandet ist. Alter, und jetzt, ich habe die ganze Zeit gescrollt, ne? So ungefähr 15 Sekunden jetzt oder so. Und erst dann komme ich an diesen Button Informationen aktualisieren hier bei OBS. Also das ist auch komplett komisch gemacht. Warum komme ich da nicht besser ran? Hey, was ist das denn? Ja, hier backt was rum. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt hier spielen und vor allem was schaffen. Und dazu gucke ich noch mal in die Kiste. Genau. Ich hole mir erstmal Saplings. Die werden hier angepflanzt. Ich brauche noch ein bisschen Erde. Dazu gehe ich in die Höhle unten. In der Hoffnung, dass ich gleichzeitig Strings finde oder so. Ist halt absolut nervig, dass man hier keine Betten hat nochmal. Denn ja, wäre halt einfach nur sinnvoll, die zu haben. So, erstmal kurz was essen. Hier ist nichts. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ey, ich habe schon wieder vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Müll? Und Fische habe ich gleich auch nicht mehr. Also, ja, so richtig versorgen konnte man sich ja nicht. Ne, muss man ja sagen. Okay. Na, Moment. Ich guck mal hier hinten hin. Da haben wir Kupfer. Das ist doch schon mal gut. Ich nehme es einfach mit. Ach, ja, na gut. Nee, Spinnen finde ich gut. Die kann ich gebrauchen, denn ich brauche unbedingt Strings. So. Könnte ich eigentlich gleich hier nochmal Mobs spawnen lassen. Wie so eine Art Farm. Aber naja, das mache ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, was wollte ich denn gerade holen? Erde, ja, stimmt. Da gucken wir mal. Ja, ich hoffe, ich finde Erde. Ist ja seit der 1.17, glaube ich, noch seltener geworden durch diese Steinsorten. So. Ah, hier ist doch Erde. Nee, oh, das sieht immer so aus. Hier ist Erde. Alter, ein Block. Junge. Ich muss in die letzte Ecke des komischen Kanals kriechen, um noch eine Erde irgendwie rauszukratzen. Was ist das denn? Ey, ohne Witz, ne? Ach, Junge. Ja, na, hier muss man auf jeden Fall zubauen, wenn wir da rankommen wollen. So. Geht das? Okay, ja, jetzt liege ich hier. Muss schon aufpassen. Wenn ich jetzt da reingehe, dann liege ich halt nicht mehr, ne? Ja, wir können jetzt hier mal versuchen, so zu strip-minen. Ah, lol. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Erde, das ist natürlich cool. Ey, endlich mal eine Erdquelle. Das ist zumindest mal eine Sache hier, eine Ansache. So. Habe ich denn, na, ich guck mal hier, dass ich irgendwie mir eine neue Schaufel besorge. Ach, hier habe ich noch Sticks. Na, egal. Okay. Nehme ich das mal alles mit. Ich hoffe übrigens, die Sounds sind nicht zu laut. Also ich sehe ja gerade, der Ausschlag ist halt schon relativ hoch. Vielleicht kann ich aber auch hier im Spiel mal die Lautstärke anpassen. So auf, ja, so ungefähr. Ist dann doch besser, denke ich. Bisschen angenehmer. Und da steht die Musik immer im besseren Verhältnis zu den Ingame-Sounds. Hier zum Beispiel, also vor allem am Laptop. Am PC ist es dann immer ganz schön anders. Ich weiß auch nicht, warum hier die Musik immer im Verhältnis so leise bleibt zu den Sounds. Ist aber so ein generelles Problem. So. Okay. Ist irgendwie wieder mal ungewohnt, hier das Roheisen rauszukriegen. Mittlerweile fällt mir echt auf, ich spiele noch wesentlich öfter alte Versionen, in denen das eben nicht so ist, als hier die neuen. Also zum Beispiel durch Worlds, da spiele ich ja auch in der 1.16. Dann, ja, was war es noch? Auf jeden Fall Infinity, ne? Ist ja auch noch alt.
dann sowas wie, ja, Onbo eigentlich auch, also Star, Minecraft Star. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon kennt, by the way. Ja, aber auch sowas wie Snow Village, genau, das ist ja auch noch 1.12. Ja, das trägt auch ziemlich dazu bei, dass man sich eben nicht an die neuen Sachen gewöhnt. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, die alten, also das muss man auch mal sagen. So, jetzt haben wir jedenfalls genug Erde. Kann man wieder hoch. Und jetzt ist halt die Frage, was ich noch mitnehmen kann. Hier zum Beispiel. Ah ne, da war nix. Hier haben wir immer noch Kupfer. Kriege ich da jetzt eigentlich Level? Nee, gell? Stimmt, das ist eigentlich. Wäre eigentlich besser, ne, wenn man da Level kriegen würde. Aber ja, man kriegt es ja beim Durchschmelzen. Da ist es ja in Ordnung. So, hier wäre auch Erde gewesen, das ist super. Hätte ich leichter dran kommen können. War ja wieder klar. Ah, ich taue jetzt einfach mal hier auf. Oder? Was ist denn hier noch? Lol. Einfach so ein Höhenast. Naja, egal. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken, haben wir eh alles schon erkundet. Da geht's lieber mal direkt zurück. So, hier hoch bitte. Ne? Hey, ist ja stockgraben Nacht. Nee, warte mal. Hier kommt man gar nicht hoch. Oh, ich dachte, ich kann hier an die Oberfläche, hä? What the fuck? Lol. Oh, jetzt sind hier irgendwelche. Ah, hier kann ich raus. Okay, gut. Na schnell, los. Nicht, dass ich hier noch ertrinke, ey. Das wäre wieder richtig auf hell. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit ich hier noch komme mit der Insel, ne? Jetzt zum Beispiel hier. Da würde ich mal alles auffüllen. Na? Hä? Ach so. Musste mal aufpassen. Dann kann man hier endlich mal alles anpflanzen. Zack. Genau, sowas. So. Okay. So. Oh. Na, ich denke mal, ich drop dann die Blöcke, die ich hier nicht ablege im Inventar, weil ich mich verklicke oder zu früh aus dem Inventar gehe, aber die werden jetzt seit der 1.17, glaube ich, sogar erst von alleine ins Inventar gelegt wieder. Wieso kann ich ihn jetzt gerade nicht essen? So. Okay, ja, wow, ne? Da setze ich einmal noch nicht dieses Teil drüber und schon kommt instant so ein fetter Baum, ey. Hör doch auf. Das ist doch verarsche. Man kann doch hier nicht, man kann die hier nicht einmal aus den Augen lassen. Ach nee, ey. So, das ist die richtige Höhe. Ja. Okay. Ja, passt doch, oder? Ist doch entspannt. So. Naja.
Hier habe ich vergessen, dass ich das ja so gebaut habe. So, bin mal gespannt, ob ich Zuschauer habe heute auf Twitch. Ich könnte natürlich jetzt die Twitch-Seite auch aufrufen, aber eigentlich denke ich mir mal, es sollte reichen, wenn ich das hier in OBS sehe. Weil sonst ist das auch ein bisschen zu aufwendig. Keine Ahnung. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier Zaun. So. Einfach mal ein bisschen was gemacht. Ja, da kann man hier vielleicht die Ecken aussparen, sozusagen. So. Genau, dass man hier so eine Schräge hat, wie auch immer. Okay. Ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Wie haben wir das hier? Da müssen wir hier noch irgendwie so. Der Block muss weg, da muss ja Zaun hin dann. Ah, na toll. So, na, geht das? Ich habe doch gerade geerntet. Kann doch nicht so schnell wachsen. Okay, noch mehr Slabs habe ich zumindest. Immerhin etwas. Ja, ich weiß zwar noch nicht, was es wird, aber irgendwas wird schon hier. Ne? Zumindest nimmt es Form an, glaube ich. So, naja, ich kann jetzt hier nicht überall das Dach lang ziehen, das stimmt auch wieder. Weil ja, das nicht passt mit den Bäumen, ne? Müssen wir das wohl lassen? Weil ich das gerade so als Idee hatte, aber ist nicht schlimm. Wir können ja zumindest hier drauf vielleicht die Slabs setzen, auf die Blöcke selber. Dass man dann sagt, so, zack. Okay. Vier sind das. Ja, vier passt nicht. Ja. Muss schon noch mehr sein, denke ich. Oder weniger. Aber genauso viele Blöcke passen eben nicht. Ja, gucken wir mal, wie es mit fünf Blöcken ist. Also ab da, ne? Erzeugen habe ich immer einen Knick in der Optik, so. Hä? Schon wieder? Na gut, jetzt war hier das auch noch verwendet. So 1, 2, 3, 4, 5. So, so. Ach ja, ich muss ja nochmal ein bisschen freischneiden, ohne geht's eben nicht. So. Hier können wir schon mal hinsetzen, aber die Truhe muss halt umverlegt werden. Ich würde auch sagen, ich mache mir so eine Art kleines Lager, dass ich ein bisschen sortiere. Ja, 8 Kisten. Gucken wir mal. Machen wir irgendwie so, so und so, oder? Wie passt denn das am besten? Aber eigentlich müsste hier eine Kiste hin. Ich zeichne das mal vor, wir haben jetzt Erde, ne? So, so, so. Ja, das passt doch perfekt. Dann machen wir das so. Halte ich mich ein bisschen an das Muster. Huch, na toll. Okay, na. Ja, packen wir erstmal hier irgendwas rein. Also hier zum Beispiel Erde, Bruchstein, hier dann irgendwie Holzsachen, das nicht. Ah, zum Beispiel auch die Truhen selber oder sowas. Hier dann das. So, dann Granit, Diorit, sowas, das kann man alles noch mit
zum Bruchstein tun. Da habe ich jetzt erst so wenig Strings insgesamt, das kann doch nicht sein. Ist doch scheiße. Braucht doch viel mehr. So, hier Seetang habe ich schon eine Chest für. Dann, naja, so Mob Drops müssen wir sehen, wo das seine Heimat findet. Vielleicht, ja, ich kann ja auch noch mehr Kisten nutzen. Theoretisch. Da haben wir die eben hier noch drüber. Ne? Na, na komm, hier. Tja, ich weiß noch nicht. Ne, stimmt, hier kommen keine Fackeln. Aber da. Uff, naja. Eigentlich auf der Höhe, hier muss wieder eine hin. Wenn dann konsequent, ne? So. Kurz was essen. Okay. Ah, na toll, jetzt habe ich hier wieder das entrindet, ey. Irgendwie wäre es gut, wenn man da noch irgendwelche Items kriegen würde, oder? Wäre das nervig, ich weiß es nicht. Könnte man auf jeden Fall mal sich angucken. Shit. Hol ich mal meine neue Axt. So. Okay. Ja, eigentlich hatte ich heute noch überlegt, Snow Village zu zocken. Also auch dann im Stream. Aber ich bin gerade am Überlegen, wie ich es mache. Das Problem ist, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe heute. Ich will auch morgen früh noch was schaffen, was Schneiden angeht und so. Also vor meinem Unitag, ne? Und deswegen würde ich mal gerne darauf verzichten, heute so lange zu machen. Ja, lieber morgen früh schon was schaffen. So, und dann würde ich versuchen, ich weiß noch nicht, ob es klappt, morgen Abend noch zu streamen. Ja, das ist mit großem Fragezeichen, muss ich sagen, weil da eben noch nicht klar ist, wie das Ganze aussieht. Eventuell streame ich auch eher, weil, na obwohl, nee, das passt auch nicht so. Ja, ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich morgen Nachmittag bzw. Abend habe. Wenn ich schon zum Beispiel so, sagen wir mal, 16.30 Uhr daheim bin, würde ich schaffen, auf jeden Fall Snow Village zu streamen. Weil ich muss halt noch eine Folge Erbivaro aufnehmen, beziehungsweise mehrere. Das ist das Problem. Also ein, zwei Folgen sind da jedenfalls drin. Beziehungsweise zwei Folgen, das ist schon mal klar, weil, ja, die will ich halt schaffen morgen. Damit ich die nicht Mittwoch oder Donnerstag nachholen muss, das ist mir dann zu viel Aufwand. Für einen Tag habe ich nicht so Lust drauf. Ja, weil man muss halt jeden Tag zweimal joinen quasi in dem Projekt. Ansonsten kriegt man irgendwann Strikes. Beziehungsweise ja, da gibt es auch Ausnahmen, aber ich würde schon mich gern dran halten und jeden Tag zweimal joinen. Wäre schon cool, wenn ich das schaffe. Theoretisch wäre es auch möglich. Aber wenn ich zum Beispiel morgen den Snow Village 4 Stream vorziehen würde, dann nicht. Ich muss dann also erst diese Erwi-Folgen machen, diese Varo Sachen und dann kann ich Snow Village zocken. Würde ich dann noch erst eine Folge aufnehmen, dann ja, halt streamen und dann noch eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, dass ich das schaffe zeitlich alles,
Ja, das wird schon relativ knapp morgen alles, aber ich bin guter Dinge, sage ich mal. Ne? Und da kriegt man das auch alles hin. Ne? So. Also mir wäre es wichtig, da mal voranzukommen. Ich will auf jeden Fall morgen 2 Folgen Snow Village aufnehmen und halt dazwischen streamen. So, das wäre so mein Plan. Mal sehen, ob sich das umsetzen lässt. Ja, eigentlich wollte ich das heute alles noch machen, aber wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ich schaff's einfach nicht mehr zeitlich. Es wird zu viel. Ich habe vorhin schon so gedacht, naja, musste ich aber ganz schön ranhalten, das alles zu schaffen. Und vor allem, ich will ja auch hier das Projekt zum Beispiel noch ordentlich abschließen. Ich will jetzt hier nicht irgendwas hinrotzen. Ne? Hätte ich natürlich auch machen können, aber ich will mir jetzt noch ein bisschen Zeit lassen hier. Auch nicht viel natürlich, ne? Weil ich ja halt nicht so lange machen will. Aber vielleicht kann man hier noch das Ganze zu einem guten Abschluss bringen. Deswegen würde ich mich jetzt auch mal weniger aufs Reden konzentrieren. Na gut, ich kann natürlich trotzdem reden, aber vielleicht mal mehr jetzt aufs Bauen, dass das erstmal gesichert ist. Und dann können wir immer noch über irgendwelche Themen quatschen, ne? Ja, das wäre jetzt so mein Gedanke. Okay. Hätten wir das. Ich muss dann auch noch ein bisschen rendern und sowas. Videos schneiden eigentlich nicht mehr, habe ich heute gemacht. Aber so ein paar andere Sachen und das zieht sich dann auch ein bisschen meistens, obwohl ich da schon ein bisschen vorhin vorgearbeitet habe. Aber trotzdem, ne, wenn ich hier mal in meinen Ordner gucke, ja, ist schon ein Stück. Eine Datei noch rendern. Hier den Stream kann ich gleich hochladen. Je nachdem. Der kommt ja dann am Samstag online, ne? Ja. Genau. Und dann kommt halt als zweites Video an dem Tag der Livestream vom Dienstag, wenn alles klappt mit Snow Village. Also ich hoff's. Ne? Ich will auch in dem Projekt noch aktiv bleiben und will vor allem Folgen vorproduzieren. Das ist mein Hauptziel. Ich brauche fertige Folgen, die fertig geschnitten sind. Denn ohne die komme ich im Februar nicht aus. Ne? Wenn ich Prüfungen habe, da brauche ich Videos. Da kann ich nicht jeden Tag schneiden. Zumindest nicht jeden Tag ein ganzes Video. Wenn dann vielleicht ein halbes. Wie ich es aktuell auch mache. Tatsächlich. Aber immerhin produziere ich Videos vor parallel. Also auch das Erviwaro-Projekt läuft ja jetzt. Was natürlich dahingehend Zeit frisst. Ja, das wird man dann wahrscheinlich jetzt noch nicht krass merken, aber in 5, 6 Tagen werde ich das auch ganz schön sehr merken. Denn da sieht man erstmal, was man alles nicht so schafft, die Woche über. Ne? Und ja, mal sehen. Ja, also ich habe hier so keine richtige Base. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist irgendein Gebilde hier. Ich habe halt auch keine Ideen. Wie will man es hier bauen? Ne? Ja, die Erde kann da rein, würde ich sagen. Saplings. Die Teile kommen eigentlich auch dahin. Dann sowas wie Äpfel und so, das haben wir einsortiert. So. Obsidian. Ah, hier Spinnenauge. Das trifft sich doch gut. Dann habe ich hier noch einen Apfel gesehen. Aber ich nehme jetzt eh die Kiste hier mit, weil die muss ja weg. Ne? Oh nee. Aber zum Glück hat er die Experience gedroppt gerade, ne? Ich dachte schon, die ist wieder verloren. Ah. So. Nee, die Chest brauche ich ja auch. Das war dann die wertvolle Kiste wieder. Also, zack. Jetzt haben wir natürlich hier roh und nicht roh gemischt, aber muss auch mal gehen. Ja, das kann ja zu den Drops.
Hier, das, das. Ja, sowas wie Schnee, das kann ja hier rein. Ne? Das dahin. Ey, dann sowas wie Leuchtbeutel und Tropenfisch, keine Ahnung wohin. Halfterfisch. Das kommt jetzt einfach hier unten rein. Das sind immer so Special Items, die kann man nicht zuordnen einfach. Ne? Das ist immer richtig komisch. Obsidian kann ja wegen mir da rein. Ja, da auch so ein Steinschwert, was soll ich damit? Huch. Ja, so Wassereimer eigentlich auch. Hä? Ich würde das eigentlich so. Ja. So sieht's am schönsten aus. Na gut, ja, ich wollte jetzt einfach beenden den Stream, weil ich habe jetzt auch keine Idee. Ich will jetzt auch nicht das erzwingen. Und ich will vor allem die Folge ordentlich hinkriegen, deswegen würde ich jetzt damit anfangen. Ja, dann war's das erstmal. Danke fürs Zuschauen. War mal wieder ein kurzer Stream, aber wir hatten jetzt lange oder viele lange Streams, wie zum Beispiel Worlds oder Infinity, die ja sehr lang gingen. Gut, Infinity habe ich relativ wenig geschafft für die lange Zeit, weil ich da viel zwischendurch abgelenkt wurde, aber ja, trotzdem war es ja erstmal sehr lang und vor allem in Worlds habe ich doch viel geschafft. Ja. Also das muss ich ja sagen, da war echt produktiv. Natürlich, die Snowbridge-Streams sind auch immer so kurz. Da wird der nächste jetzt auch nicht viel länger, denke ich. Aber ja, lieber kurze Streams als gar keine, ne? Sagen wir mal so. Und dann bin ich erstmal raus. Warte, ich kann ja schon mal nebenbei die Aufnahme vorbereiten. Machen wir das einfach nochmal live. Dann geht der Stream auch länger. So, nee. Habe ich hier schon? Ja, doch, da ist alles gespeichert. Gut. Ja, muss ich halt jetzt OBS beenden. Also, wir sehen uns. Bis dann. Okay.